Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Rennwochenende hier in Doha in Katar. Ja, und dann machen wir natürlich weiter erstmal an dieser Stelle. Wir sind gerade beim Qualifying und wir wählen natürlich dementsprechend unsere Weichen jetzt aus. Wir nehmen die Weichen und dann natürlich den Qualifying-Trim, bestätigen das Ganze. Und ich habe mir schon überlegt, ich glaube, das erste Qualifying machen wir mal gemeinsam. Ja, schadet glaube ich nicht, wenn wir da mal gemeinsam reinschauen. Ich überlege noch. Wir haben die Chance jetzt hier zwischen den weichen Reifen zu wählen oder den optimalsten Bereich. Ich würde sogar fast sagen, wir nehmen den optimalsten Bereich für ihn. Ja, machen wir einfach mal. Los geht's. Und ansonsten Fahrzeugkonfiguration müssen wir nochmal anschauen. War aber, glaube ich, soweit schon mal ganz gut. 97% optimale Balance haben wir schon erreicht. Das sollte passen. Reifen müsste auch soweit klar gehen. Und hier gucken wir nochmal drauf. 94%. Na gut, hier könnte man noch ein bisschen was umstellen. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung wir jetzt müssten. Ich würde fast sagen, wir stellen hier einfach nochmal ein bisschen was nach. Weil ich glaube, hier müssen wir eher auf Übersteuern gehen und unten müssen wir eher auf Beschleunigung gehen. Von daher, das könnte sogar fast passen. Wobei es 94% sind, wir gehen mal ein bisschen stärker noch. So müsste es vielleicht in Ordnung sein. Schauen wir mal. Notfalls können wir es auch während des Qualifyings nochmal umstellen. Das ist dann nicht das Problem. Gut. Na denn, würde ich denken, wir starten das Qualifying und wir machen es, wie gesagt, beim ersten Mal selber. Ich glaube, ab dem zweiten Mal lassen wir es dann machen. So, zum Qualifying. Bin gespannt, wie ich mich jetzt anstellen werde, weil es nicht so einfach ist eigentlich. So, wir schicken erstmal zuerst den Blong raus. Wo ist er denn? Was wollte ich machen? Das. Genau, das müsste eigentlich schon alles voreingestellt sein, genau. Das müsste passen. Okay, dann soll der schon mal losfahren. Vom Wetter her, ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das bleibt die ganze Zeit jetzt trocken. Müssen wir mal schauen. So, jetzt beim Qualifying. Müssen wir hier nämlich gucken, dass wir die optimalste Temperatur erreichen. Das ist natürlich im Idealfall hier im grünen Bereich. Und ihr seht, dieser grüne Bereich ist jetzt nicht so bombastisch groß. Das heißt, wir müssen halt gucken, dass wir es trotzdem irgendwie schaffen, wenn es geht, die Reifen und die Bremsen halt im grünen Bereich zu halten. Ja, es ist so ein bisschen Friemelei jetzt hier dabei, aber genau das ist halt auch der Grund, weshalb wir die nächsten Qualifyings einfach überspringen werden. Weil der Rechner das meistens doch ganz gut selber machen kann. Wo es sich manchmal lohnt, das selber, sich selber drum zu kümmern, ist, wenn es eventuell regnet am Wochenende oder beim Qualifying, dann wäre es manchmal ganz praktisch, wenn man es selber macht. Weil da gibt es die Chance, dass man wirklich gute Positionen sich ergattern kann. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, guck mal hier, Reifen sind optimal, perfekt, aber Bremsen total überhitzt. Das heißt, so gut wird das Ding nicht laufen. Wir schicken mal den Moreno in der Zwischenzeit schon mal mit raus, der kann sich auch schon mal kümmern. Kann natürlich sein, dass Moreno sich jetzt direkt vor Blong setzt. Naja, der wird er auch, aber vielleicht ist der Abstand noch groß genug, dass er ihn nicht stören wird. Ach, zumal da noch ein paar andere Autos rausfahren, sehe ich gerade. 19 und 17 sind noch zwischen uns und Blong. Ein bisschen Abstand hat er ja. Müssen wir dann mal schauen. So, hier hatten wir ausgewählt. Der optimale Bereich ist ein bisschen größer. Deswegen haben wir hier mehr Spielraum quasi, der möglich wäre. Ich habe das Gefühl, die Reifen kommen gerade nicht hoch von den Temperaturen her. Die gehen so extrem langsam nach oben, die Reifen gerade. Okay, wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir jetzt hier nicht überhitzen. Also, dass wir zumindest das hier vielleicht irgendwie schaffen. Echt, den seinen Reifen kommen gar nicht nach oben. Dass wir es irgendwie schaffen, im Idealbereich zu sein. Wir müssten es gleich geschafft haben eigentlich. So, komm. Nein, nicht überhitzen. So knapp. Egal. So, wir schauen uns mal Blong an. Der ist sogar direkt hinter uns schon. Plus 0,771 auf dem ersten Platz. Im Moment gibt es doch noch gar keinen ersten Platz, oder? Ja, den hat er jetzt. Tja, den werden wir nicht lange halten können, den ersten Platz. Ja, und schon sind wir nur Zweiter. Surikov hat sich vor uns gesetzt. Aber nur ganz knapp. Na gut. Jetzt vergrößert sich natürlich der Abstand. Aber egal, Ziel ist ja sowieso erstmal nur, ja, so circa Elfter zu werden. Also laut Teamvorgabe, Teammeisterschaften haben wir ja ausgewählt, 10. Platz. Ich denke mal,
Nee, achter Platz haben wir ausgewählt. Scheiße, stimmt. Achter Platz war's. Ja, und dann müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie schaffen. Zumindest über die Saison hinweg, dass wir in der Teamwertung wirklich den achten Platz dann auch erreichen. Wäre halt schon schön. Gut, aber wir haben ja noch eine zweite Chance. Wir schicken, denke ich mal, Blong dann gleich nochmal mit raus. Machen die Zeit erstmal ein bisschen schneller, dass er erstmal wieder in die Box kommt. Nebenbei können wir Moreno gucken. Der fährt persönliche Bestzeiten. Na gut, das ist halt sein erster Stint, also sein erster Versuch. Jo. Und Moreno auf Platz 20. Gut, mit dem Platz kann er sich schon mal anfreuen. Da wird er öfters drauf landen. So, ansonsten. Die hatten, glaube ich, noch was verändert, oder? Kann das sein? Ne, hier den hat man so gelassen, weil es schon 97% war. Stimmt, das war perfekt so. Ja, schickt man nochmal raus. 5 bis 7 Runden halten die Reifen nur. Klar, schickt man nochmal raus. Was soll der Geiz? Losschicken. Man hätte eventuell sogar noch ein bisschen warten können. Aber guck mal, hier geht der Grip gleich nach oben. Deswegen schadet, glaube ich, nicht, wenn man jetzt schon losschicken. So. Jetzt natürlich das gleiche Spielchen nochmal in der Hoffnung, dass er dann noch eine kleine Verbesserung schafft. Ist ja jetzt inzwischen auch mehr Grip auf der Strecke. Also eventuell ist es möglich. Wo ich mir manchmal noch nicht ganz sicher bin, auf welchen Wert ich vielleicht jetzt hier beim Qualifying mehr achten müsste. Wären es die Reifen oder wären es die Bremsen? Was ist jetzt hier wichtiger? Ich denke, rein streckentechnisch werden es die Bremsen sein. Aber die Bremsen, ihr seht, sobald es an die Kurve geht, springen die Bremsen halt nach oben ohne Ende. Das heißt, die sind wesentlich schwerer vorherzusehen. Und die dann im grünen Bereich reinzubekommen, als bei den Reifen natürlich, die relativ konstant die Temperatur halten. Und deswegen kümmern wir uns jetzt auch erstmal nur um die Reifen. Das ist ja schon mal ein wichtiger Teil, genau. Bremsen wieder vollkommen überhitzt, aber Reifen, das sollte klar gehen. Gut. Die Zeit könnte sogar noch reichen, dass wir Moreno nochmal losschicken. Ich denke mal, das machen wir. Moreno schicken wir auch nochmal los. Wie war es jetzt eigentlich? Bei Moreno hat man was verändert. Na, guck mal, ist immer noch nur 94%. Also so viel besser war es jetzt gar nicht. Ach ja, und weil das nach unten gegangen ist. Warte mal, da können wir nochmal nachbessern. Das heißt, das muss doch nicht nach links gehen, das müsste nach rechts gehen. Okay, also unten so lassen, oben so lassen, das passt alles. Aber hier oben vielleicht nochmal umstellen. Also nicht, aber warte mal, so eventuell. Bin mir nicht sicher, das könnte sogar schon passen, so. So, neue Reifen kriegst du natürlich auch nochmal und los geht's. Mal sehen, ob er es noch schafft. Er hat da zumindest fürs Rennen eine halbwegs gute Feinabstimmung des Wagens, aber ob ihm das was bringen wird, weil ich denke auch viel besser als Platz 20 wird er nicht kommen, das ist einfach, er hat einfach das zu schlechte Auto. So. Aber wir kriegen, glaube ich, seine Bremsen und seine Reifen im grünen Bereich, dass wir die dort ungefähr halten können. Also jetzt müsste es gleich soweit sein. Gut und gut. Naja, okay. Ist nicht das Optimalste, aber passt schon. Wir bleiben auch mal direkt dran. Wir gucken uns den mal an. Blong ist, glaube ich, mit seiner Runde schon durch. Genau, hat er sich nochmal verbessert? Natürlich hat er sich nicht verbessert. 1,5466 hat er vorher gehabt. 1,5488 ist es nun. Schade. Und damit fällt Blong zurück auf den 11. Platz. Ah, ich bin so gespannt aufs Rennen. Wir müssen Punkte holen. Wir müssen mindestens, vielleicht 10., 9. Platz. Wäre schon nicht so schlecht. Wie gesagt, Teammeisterschaft langfristig sollten wir auf dem 8. Platz sein. Aber ich befürchte, dass wir das nicht schaffen werden gerade. Und es tut Blong noch behindern, oder? Ich weiß nicht, ob das gestört hat. Aber er war vorher so oder so schon nicht gut unterwegs. Von daher ist, glaube ich, egal. Gut. Ich bin gespannt aufs Rennen. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, wir schaffen, irgendwie ein paar Pünktchen mitzunehmen. Große Ansprüche können wir halt eh nicht stellen. Wir sind halt wirklich nur Mittelklasse vom Team her. Und müssen gucken, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. So. Gut, lass mal die ganzen Fahrer noch mit reinkommen. Besser gesagt, Nummer 13 fehlt noch. Jawohl. Und dann Dieter Wechsler ist auf den 1. Platz gefahren. Ich denke mal, das wird auch Ferrari sein. Ich denke mal, wer ist das? Vettel oder so? Schlag mich tot, keine Ahnung. Ja. Aber das
interessiert uns ja jetzt persönlich eher weniger. 1,56 Sekunden. Das ist knappes Rennen hier mit dem 12. Platz gewesen und zum 10. haben wir ein bisschen Abstand. Kann natürlich auch Glück gewesen sein, dass der so eine gute Zeit gefahren ist, aber ich sehe ein bisschen schwarz fürs Rennen. So, klicke ich mal alles weg und dann lassen wir uns überraschen. 11. Platz, Sponsorenziel. Ja, das sollte vielleicht drin sein. So, wir schauen mal. Wir nehmen auf jeden Fall den Renntrim. Wir nehmen... Ja, eigentlich müssten wir die weichen Reifen nehmen, aber das Problem ist, ich gucke mal kurz in die Fahrzeugkonfiguration rein. 17 Runden müssen wir fahren. Und wir haben einen enormen Reifenverschleiß. Wir schaffen, wenn wir Glück haben mit dem ersten Reifen, 6 Runden, wenn wir Glück haben, wenn überhaupt. Das heißt, wir hätten dann noch 11 Runden übrig. Ah, das wird knapp. Also ich denke fast, wir müssen 3 Stops hinlegen. Weil ich persönlich befürchte, dass die Top-Teams nur 2 Stops machen. Und wenn wir 3 Stops machen, wir wären hemmungslos Letzter. Von daher ist die Frage, gehen wir von vorne rein auf Sicherheit? Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier auf Sicherheit gehen, wir sind wesentlich langsamer unterwegs. Geschwindigkeit hier nur 2 Sterne, hingegen hier 3,5. 2,5. Wir könnten Mittelding wählen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir 8 Runden beim ersten Durchgang. Selbst das wird schon knapp. Selbst das wird schon knapp. Aber wir wählen die Reifen. Wir nehmen die und ändern hier dementsprechend nochmal die Konfiguration. Das Problem ist halt, hier haben wir plus 15% Leistungsverbesserung. Hier haben wir nur plus 5%. Ich bin ja fast geneigt, das zu testen, aber das Problem wird sein, wenn wir es versemmeln, tun wir es versemmeln. Also dann ist es halt, gibt es keinen Weg mehr zurück. Komm, wir testen das. Wir versuchen mal 3 Stops mit dem und der kann auf 2 Stops gehen. Der kriegt die Reifen, weil der hat generell erstmal einen höheren Reifenverbrauch. Komm, der kriegt gleich die ganz harten. Müssen wir dann hier dementsprechend natürlich auch noch auswählen. Du nimmst den Renntrim natürlich und wahrscheinlich müssen wir dann zum Ende des Rennens gucken, denn nur die mittleren Reifen. Ja, oder wir wählen ihm gleich das hier aus. Bringt uns jetzt zwar auch nicht so viel, aber na gut. So, das sollte alles klar gehen und ich denke, wir können das Rennen starten. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei den Einstellungen, aber es müsste alles passen eigentlich. So. Genau. Also man sieht schon, die Top-Teams sind auf den soften Reifen unterwegs, die sind auf Medium unterwegs und ja, die schlechteren Teams haben gleich hart gewählt. Na gut, also wir wählen erstmal aus, aggressiv, aggressiv. Ja, hier können wir es auch machen, auch wenn es bei ihm nicht so viel bringen wird. Er hat halt einfach ein scheiß Auto. Aber wir setzen alles auf Blanc. Blanc muss Plätze gut machen. 10. Platz, 11. Platz, zurückgefallen. Komm, gib Gas, versuch dein Bestes, zumindest jetzt hier am Anfang des Rennens. Versuch gleich schon mal ein bisschen was gut zu machen. Ich meine, wir könnten gleich auf Angreifen gehen, weil wie gesagt, wir wollen ja 3 Stops machen. Komm, wir gehen auf Angreifen. Wir gehen auf Angreifen. Harter Dreikampf. 9. Platz. Ja, sieht gut aus. Wir müssen den Spritverbrauch hier im Auge behalten. Komm, komm, komm. 9. Platz immer noch. Okay, 9. Platz geht. Hier, nochmal 2 Plätze gut gemacht. Ja, 7. Platz. Sehr gut. Komm, mach nochmal was gut. Ich habe die Befürchtung, wir werden gleich wieder kassiert, aber wir probieren's. Harter Zweikampf. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Das schaffst du. 7. Platz verteidigt. Jawohl. Sehr gut. Kommen wir an den 6. ran. Ich befürchte fast nicht. Ich denke, der wird uns gleich abhauen. So, wir müssen unsere Reifen im Auge behalten. Das heißt, wir sollten hier runterschalten. Dann, wie sieht's bei Moreno aus? 20. Platz. Das, bei ihm bringt das gar nichts. Also, wir können hier gleich wieder alles auf normal stellen. Wir sind froh, wenn der im Ziel ankommt. Das muss schon reichen. So. Gut. Ja, ab jetzt sollten wir eigentlich fast schon reifenschonend unterwegs sein. Weil, wie gesagt, wir brauchen die ja noch ein bisschen. Dass er sagt, warte mal, wie viel haben wir? 79%.
glaube, wir hatten gerade eine Runde hinter uns. Das heißt, 20% oder so um die Dreh haben wir an Reifenstabilität verloren. Ist schon richtig heftig. Ja, ein paar Runden müssen die halt noch durchhalten. Also wenn wir so vielleicht bis zur fünften Runde hier kommen, 4 abgeschlossene Runden, ich weiß nicht, ob das schon reichen wird. Müssen wir gucken. Ziel wäre wirklich, dass wir jetzt Vorsprung herausfahren. Aber wir sehen auch schon, wir kommen nicht richtig vom Feld hier weg. Also selbst wenn wir jetzt noch mehr Druck drauf geben würden. Ich will vor allem erstmal gucken, diesen Verbrauch will ich mir jetzt mal ansehen. Dann machen wir die Zeit ein bisschen schneller dazu. Und wir vergleichen jetzt mal. Warte mal, stopp, hier. Jetzt haben wir gerade 69%. Das müssen wir jetzt vergleichen bis zur nächsten Runde. Wir lassen die Einstellung genauso, wie sie ist. Wir haben einen enormen Reifenverschleiß, dadurch, dass die ja viel zu hoch von der Temperatur her sind. Wir müssten eigentlich nach unten gehen. Wir gehen auch mal nach unten. Wir gehen auch hier nach unten. Das Problem wird halt wirklich sein, wir werden bestimmt dann kassiert und wir kriegen halt auch keinen Abstand zustande. 69% waren es. Das muss man vergleichen mit dem nächsten Wert. Schon nur noch 61%, 60%. Eieieiei. Unser Verschleiß ist echt der Hammer. Komm, 58, 57 und 56. Das heißt, wir haben 13% Verschleiß. So, bis 25% sind die halbwegs gut nutzbar. 25, 35, 45, 55. Das heißt, wir haben 30% circa gerade frei. Das heißt, wir schaffen 2 Runden mit den Reifen noch. 2 Runden sollten noch drin sein. Wir haben 30%. 13% hat man jetzt verbraucht für eine Runde in der Variante. Warte mal, dann, da wir eh nicht 3 Runden schaffen werden, gehen wir auf aggressives Fahren. Dann ist der Verbrauch zwar höher, aber das sollte reichen, um 2 komplette Runden nochmal abzuschließen. Und vielleicht kassieren wir sogar. Ja, wir sind dran. Komm. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Kümmer dich. Ja, schaffen wir doch nicht. Okay, schade. Wie gesagt, wir müssen den Abstand, den Vorsprung müssen wir erhöhen. So, eine Runde noch mit den Reifen. Wir haben gleich, warte mal, Pause rein, 41%. Wir haben bis zur 25 haben wir halt nur 16% übrig. Wir könnten sogar fast überlegen, ob wir direkt in den Angriffsmodus richtig reingehen werden. Ich glaube, das mache ich mal. Weil wir müssen dann so oder so an die Box. Und man sieht schon, die Top-Teams, die können noch fahren, die werden auch noch fahren. Aber wir haben dann erstmal schon mal einen Großteil mit den weichen Reifen geschafft. Wir würden, wenn wir jetzt in die Box rangehen, auf Platz 14 rauskommen. Zumindest nach aktueller Strategie. Platz 14 wäre jetzt hier hinten. Das wird ganz schön happig sein. Wir könnten Ziel mitprobieren. Das Problem ist natürlich Risiko. 30% Risiko. Würden wir auch nur einen Platz gut machen. Ob sich das lohnt, ich weiß es nicht. Dieser eine Platz. Ja, wir kommen mittendrin sowieso raus. Also, ich würde sagen, wir wenn dann ausgewogen. Und wählen dann halt nochmal die soften Reifen. So. Aber wir kommen halt auch nicht vorbei. Wenn wir jetzt vorbeigekommen wären, wir hätten vielleicht noch ein bisschen was rausfahren können an Vorsprung, aber selbst das ist gerade nicht möglich. Aber wir haben eventuell trotzdem jetzt ein bisschen Zeit gut machen können, so insgesamt. Zumindest kann es sein, dass wir vielleicht sogar vor der 14 rauskommen. Wie sieht es denn bei den anderen Teams aus, was Reifenwechsel angeht? Die brauchen noch, die haben noch die Zeit. Die werden sich die Zeit auch lassen und nehmen. So. Ich bin gespannt. Ja, Boxenstopp verlief hervorragend. Wir stellen das erstmal auf neutral. Das lassen wir auch auf neutral. Im Moment sind wir 14. Das kann sein, dass wir nochmal ein bisschen Plätze gut machen. Genau, 12. Platz. Okay. Also 2 Plätze besser als gedacht am Anfang. Sehr gut. Und jetzt dafür hier. Die Getriebeleistung nach oben. Du kannst sowieso die Getriebeleistung nach oben haben. Du hast 0,13 Bonus gerade drin. Komm, gib Gas. Fahren ihm vorbei. Theoretisch, wir können auch hier wieder etwas schneller fahren. Denn wenn wir jetzt dann so oder so nochmal einen Boxenstopp hinlegen müssen, das müssen die anderen Teams ja auch. Ja? Wir sind aktuell 11. Platz. Das heißt, es wäre eigentlich, im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus.
Wir müssen mit den Reifen, die wir jetzt gerade drauf haben, müssen wir Zeit machen. Also Zeit gewinnen. Das wäre jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den 10. Platz kassieren. Wir müssen an Schmidt vorbei. Und natürlich, wenn es geht, noch an Surikov und so weiter. Surikov hat sowieso gerade schlechte Reifen drauf. Sobald, ich hoffe, der geht jetzt in die Box. Müssen wir mal schauen. Nein, Surikov will noch nicht an die Box. Trotzdem er nur 21% Haltbarkeit hat, was sich massiv bemerkbar machen müsste. Egal, komm. Also ich glaube, das war vielleicht doch eine ganz gute Idee mit den 3 Stops. Sofern wir es jetzt hier schaffen, Zeit zu gewinnen, Zeit gut zu machen. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt hier überholen. Wir müssen an, wer ist es im Moment, Schmidt. An Schmidt müssen wir vorbei. Komm, zieh vorbei. Ja, ja, Schmidt haben wir kassiert. Sehr gut. Wer ist der Nächste? Surikov kommt. Komm, Surikov hat scheiß Reifen. Den sollten wir kriegen. Wir sind auf den soften Reifen unterwegs. Surikov nur auf Medium. Und ja, wir haben Surikov einkassiert. Sehr gut. Wer ist als Nächstes dran? Flores. Flores sollten wir schaffen. Komm. Auch er hat nicht mehr die besten Reifen drauf. Und die Top-Teams müssen dann auch demnächst an die Box Reifenstops machen. Wir müssen Zeit gut machen. Wir müssen Zeit gewinnen. Ich überlege, ob wir auf aggressiv wieder stellen. Also auf angreifen meine ich. Dass wir schneller rankommen, dass wir schneller Zeit gut machen. Ich muss mal kurz schauen, wie sieht es denn reifentechnisch aus? Wir sind jetzt in der 8. Runde. Das heißt, jetzt sind es noch 9 bis 10 Runden, je nachdem, wie das hier immer zählt. Das müssen wir mal gucken. Das heißt, wenn wir jetzt an die Box fahren würden, was wir noch lange nicht müssen, könnten wir schon die mittleren Reifen auswählen. Eventuell, wenn wir ganz gut unterwegs sind und Reifen schon unterwegs sind, könnte es sein, dass wir sogar die Reifen aufziehen könnten, dass das sogar vielleicht passen würde. Wie sieht es eigentlich bei unserem Teamkameraden aus? Moreno, Platz 19, 38%. Moreno kann noch eine Runde fahren. Wird auch noch eine Runde fahren. Spritverbrauch muss man bei ihm im Auge behalten. So, du müsstest jetzt wirklich vorbeifahren. Komm, kümmere dich. Versuch ihn zu bekommen. Ja, wir sind vorbei an Flores. Sehr gut. So, nur aggressiv. Aggressiv. Wir müssen rein. Nein, nein, nein. Behalte. Ja, verteidige deine Position. Jawohl, und wir haben uns vor Sarinen gesetzt. Sehr gut. Das heißt, wir sind immer noch 6. Platz. Der wird von hinten natürlich Druck machen. Er hat, glaube ich, gerade neue, frische Reifen bekommen. Richtig, aber er hat die harten Reifen gewählt. Er hat die harten Reifen. Wir müssen wieder eigentlich an Sprit denken. Wir müssen Sprit sparen fahren. Aber wir müssen auch zeitgleich, Zeit gut machen. Wir müssen Sekunden herausfahren. Es wird so knapp. 6. Platz im Moment. 6. Platz. So. Ihn müssen wir jetzt, glaube ich, in der Runde, genau. Er ist gerade hier. Das heißt, sobald er wieder an die Box vorbeifährt, soll er nicht vorbeifahren, sondern an die Box ran. Und er hat gar nicht so lange geschafft mit den Reifen. Die hätten eigentlich 9 Runden halten müssen. Mensch, was hat er denn gemacht? Komm, fahr an die Box. Ich gebe dir dann eine ganz spezielle Strategie, dass du dann damit zurechtkommst. So. Weiter zu Platz 6. Ich bin gespannt. 62% Haltbarkeit der Reifen noch. Langsam müsste man dann wieder anfangen zu rechnen. So um die 13% war es ja mit Angriffs, mit aggressivem Fahren. Jetzt haben wir 57 gehabt, so um die Drehe. Wie viel haben wir denn bis 25? 25 plus 7 macht 32%. Wenn wir Glück haben, schaffen wir 3 Runden noch damit. Ist aber nicht das Ziel, glaube ich. Im Moment Ziel wäre, 2 Runden noch zu schaffen. Das würde fast sogar schon reichen. So möglichst viel Zeit damit rauszufahren auch. Eigentlich müsste man das auch nutzen, weil jetzt haben wir die weichen Reifen. Wir müssen nochmal die aggressive... nein, Safety Car. Scheiße. Okay. Wie wäre es, wenn wir jetzt einen Boxenstopp machen? Wo kämen wir raus? Platz 9. Scheiße. Das Safety Car kann alles kaputt machen. Leute, das Safety Car kann alles kaputt machen. Wo ist es? Wir sind... Ein bisschen Abstand haben wir... Ich vermute mal, warte mal, lass mal noch ein bisschen weiterlaufen die Zeit. Lass mal kurz gucken, was die anderen Teams so machen. Der fährt auf jeden Fall an die Box.
Okay, interessant ist das, was die hinter uns machen. Okay, der fährt an die Box. Der fährt an die Box. Okay, was hat er mir gerade vorgeschlagen, wo ich rauskomme? Platz 9. Okay, das heißt, wir würden seiner Berechnung nach hier rauskommen. Da die beiden aber an die Box fahren, würden wir reell nur einen Platz verlieren. Das wäre der zu Sarin. Also Sarin würde uns überholen. Das Problem ist eigentlich, das haut unsere Strategie jetzt komplett durcheinander. Aber wir müssen jetzt eigentlich einen Boxenstopp machen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen jetzt. Aber das haut halt den Plan durcheinander, dass wir so lange wie möglich auf diesen soften Reifen noch unterwegs sind. Jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Reifen nehmen wir. Nehmen wir die harten, nehmen wir die mittleren. 7 plus 8, 8 Runden wären es noch. Man könnte es mit den mittleren probieren, aber verlassen will ich mich eigentlich nicht drauf. Aber wir haben bisher auch keine 6 Runden mit den Weichen geschafft. Zumindest bilde ich mir das ein. Warte mal, lass mal schauen. Wir können das nachprüfen, wie viele Runden wir immer auf den jeweiligen Reifentyp drauf waren. Ja, auf den Weichen waren wir 5 Runden drauf. Auf den ersten. Ja, und 2 Runden hätte ich mit denen gern noch gemacht. Aber das Problem ist, wir rücken sonst ans Safety Car ran. Und wenn wir dann einen Boxenstopp machen, dann landen wir richtig weit hinten. Und das ist ungünstig. Ja, komm, es bleibt da uns keine andere Wahl übrig. Wir müssen an die Box ran. Wir nehmen die mittleren. Und ja, müssen wir das Beste hoffen. So. Der Vorteil vielleicht noch von den mittleren ist, wir können. Na, warte mal, vielleicht ist das auch noch eine Idee. Lass uns mal was schauen. Das Safety Car ist jetzt mindestens, warte mal, das ist mindestens eine Runde draußen, oder? Genau, noch eine Runde. Das heißt, wir wären dann bei Runde 10. Also besser gesagt, wir haben gleich Runde 10 wahrscheinlich. Genau, sobald Fahrer 1 hier durchkommt, ist die Runde 10 erreicht. Dann noch eine Runde macht Runde 11, ist abgeschlossen sozusagen. Nee, da sind wir in der Runde 11. Das heißt, dann wären noch 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Noch 7 Runden offen. Nee, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Wir müssen die mittleren nehmen. Ich hatte uns überlegt, vielleicht, naja, mit ganz viel Glück, dass wir die Weichen nochmal doch nutzen können. Vielleicht die hier. Aber das wird nicht funktionieren, glaube ich. So. Ist halt viel Strategie hier mit dabei, muss man durchaus ein bisschen nachdenken. Also, wir gehen an die Box. Wir hoffen, dass der Boxenstopp so verläuft, wie wir uns das gerne auch vorstellen. Das heißt reibungslos. So. Blenk fährt an die Box ran und reibungsloser Boxenstopp. Wunderbar. Platz 7. Wie geplant. Genau. So, dann als nächstes, da wir sowieso in der Safety Car Phase sind, alles nach unten stellen. Alles. Ist schade um die Reifen. Also die werden jetzt auskühlen, höchstwahrscheinlich sogar. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Aber ich will die weitestgehend schonen. Ich will, dass die möglichst lange halten. Aber wir dürfen die halt auch nicht auskühlen lassen. Das ist das Problem jetzt. Wir müssen gucken. Also die gehen gerade schon nach unten von der Temperatur her. Weil sie ein bisschen nach unten gehen dürfen. Aber nur nicht so viel. Wir müssen halt sehr vorsichtig jetzt hier agieren. Ich mache mal die Zeit ein bisschen schneller. Genau, die sinken schon extremst nach unten gerade. Aber so haben wir dann relativ gute Reifen für den Fall, wenn es dann weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob das reicht auf normal, dass die wieder nach oben kommen oder ob die immer noch sinken. Ich habe das fast das Gefühl, dass die immer noch sinken. Oder? Ich mache mal ein kurzes Stückchen auf aggressiv. Das Unrealistische ist, finde ich zumindest, der berechnet das leider so, als wenn wir jetzt wirklich aggressiv fahren würden. Genauso die Reifentemperatur. Also eigentlich bei dieser Fahrweise müssten alle Reifen von der Temperatur her nach unten gehen. Besser gesagt, müssten die Fahrer sich halt durch so leichte Schlängelinien drum kümmern, wie es halt auch in Wirklichkeit der Fall wäre, dass die Reifen halt nicht nach unten gehen. Temperaturtechnisch. Aber guck mal, wir haben ordentlich Sprit gespart inzwischen. So, diese Runde noch. Dann ist das Safety Car wieder drin. Dann wird der Führende das Startsignal geben und beschleunigen und wir müssen halt gucken, dass wir dann auch soweit uns vorbereitet haben, dass die Reifen halt, wie gesagt, richtig temperiert sind, dass wir eventuell genug Sprit auf Lager haben, dass wir uns in den Zweikampf stürzen können.
Und wir müssen einfach ganz, ganz stark hoffen. Oh Scheiße, guckt euch das an, Leute. Wir sind eingeschlossen von Softreifen. Ich glaube echt, das Safety Car hat uns unsere Platzierung zerstört, unsere Punkte zerstört. Naja, wir hätten Sechster werden können, eventuell. Sogar vielleicht, naja, vielleicht Siebter. Jetzt sehe ich schwarz dafür, weil softe Reifen hinter uns, ich glaube, das geht nicht so lange gut. So, Safety Car ist drin. Wunderbar, Beschleunigung findet statt. Volles Rohr, aggressiv fahren. Vielleicht hier auch für die Gerade. Genau, dass wir jetzt hier gerade alles mal rausholen, was möglich wäre. Alter, ich habe Angst, dass wir Plätze verlieren. Wir haben Plätze gewonnen. Jawohl, sechster Platz. Sehr gut. Ich lasse mal den Spritverbrauch. Lasse ich mal für den Moment noch so. Sechster Platz. Komm, kassieren wir den fünften noch. Geh an ihm vorbei. Den vierten. Komm, der vierte ist auch sogar noch in Range. Vielleicht war es doch was Gutes, das Safety Car. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die hinter uns sind auf jeden Fall dicht dran. Und wir müssen ja irgendwann wieder zurückstellen, weil wir können das nicht aufrechterhalten, diese Fahrweise. Vierter Platz. Ernsthaft. Junge, verteidige. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir vierter Platz werden. Nee, werden wir auch nicht. Es hätte mich auch so gewundert, Leute. Das hätte mich sowas... Nein, nicht von hinten kassieren lassen. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Nein, verteidige, natürlich. Komm, nochmal ein Angriff. Schleich dich vorbei. Okay, bringt nichts. Wir sind sechster Platz und ich habe die Befürchtung, der siebte, schaut euch den an. Der kommt dran und der will überholen. Der will es wissen. Folgendes. Ist eine lange Gerade, wir müssen Vollgas geben. Wir müssen den Reifenverbrauch beobachten, 79%. Warte mal, an der Schwelle immer noch 79%. Okay, wir müssen gucken, wie der Reifenverbrauch bei aggressiver Fahrweise ist. Hier können wir wieder runtergehen. Platz 5 aktuell. Wenn wir das irgendwie retten können. Also es muss ja nicht Platz 5 sein. Es wär geil, wenn, aber es muss ja nicht Platz 5 sein. Vielleicht Platz 6 oder Platz 7. Das wäre wirklich schon fabelhaft. Aber Platz 5 will es, glaube ich, wissen. Platz 6 will es aktuell wissen. Wer ist es denn überhaupt? Chapman. Ja, Chapman, einer der besten Fahrer in einem der besten Autos. Ich glaube nicht, dass wir den lang hinter uns halten können. Wir spielen mal so ein bisschen mit der Motoreinstellung hier hin und her. Komm, vielleicht, wenn wir uns vor Sarinen setzen könnten. Da hätten wir den noch zwischen uns und Chapman. Vielleicht würde uns das was bringen sogar. Habe ich schon wieder die Prozentzahl vergessen. Ich glaube 79% waren es, oder? Bei der letzten Überquerung. So, wir haben gleich die 14 hier stehen. Das heißt, wir haben dann noch 4 Runden zu fahren. So, 69 steht hier. Gut, 4 Runden. Das heißt, 40% so circa müssen wir rechnen, wären 29%. Okay, das heißt, wir kommen in einem Bereich der Reifen raus, wo die noch halbwegs fahrbar sind. Also, wir haben die Möglichkeit, sogar noch mal ein bisschen aggressiv zu fahren, wenn es mal notwendig werden sollte. Aber sollten es nicht herausfordern, denke ich mal. So, seine Reifentemperatur sinkt drastisch ab. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Komm, lass er absinken. Stört nicht. Platz 17 hat er. Einer ist hinter ihm. Platz 18, Platz 19. Ja, natürlich. Zu früh gefreut. Okay, aber hier. Blank, komm, gib dein Bestes. Bleib irgendwie an Sarinen dran. Und halte dir Chapman fern. So, auf der langen Geraden werden wir dann wieder, also auf der Startzielgeraden, werden wir dann wieder hier auf Überholen das auswählen. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht so gut für den Motor, dieses Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen Modi. Müssen wir mal einen Blick drauf werfen. 43%, ach, das reicht locker. Das schafft der Motor noch. Wir gehen hier schon mal auf aggressiv als Vorbereitung, weil der auch gerade von hinten ankommt. Und Chapman hat ein Problem. Das zeigt uns das Ausrufezeichen. Aber er scheint gerade nichts zu machen dagegen. Es ist, glaube ich, kein Boxenstopp geplant, weil sonst würde uns er das, glaube ich, anzeigen. Wir sind auf das Startziel geraten. Komm, gib alles. Okay. Wieder zurückschalten. Es war zu spät ausgewählt. Schade. Aggressiver fahren. Komm, wir müssen wieder Abstand gewinnen. Chapman kommt ran. Nein, nein. Chapman kommt ran.
Gib alles. Komm, überhol ihn. Ja, wir haben den Platz verteidigt. Sehr gut. Trotzdem Chapman Probleme hat. Er versucht es. Und er schafft es. Platz 7 hat auch Probleme. Aber scheinbar keine Probleme, die sie stören. Wieso auch immer. Die Ausrufezeichen verraten, da sind irgendwelche Wagenprobleme oder sowas. Man weiß es nicht hundertprozentig. Lass mal gucken. Vielleicht sehen wir hier irgendwas. Irgendein Teil muss bei denen repariert werden. Irgendein Teil ist kaputt bei denen. Okay. Chapman hat es probiert und er hat es geschafft, uns zu überholen. Wir sind jetzt aktuell nur noch Platz 6. Aber ein paar Runden sind noch. Zwei Runden sind noch zu fahren. Vielleicht schaffen wir es nochmal, dadurch, dass er wirklich Probleme hat. Vielleicht wird er gleich lahmgelegt. Vielleicht muss er gleich nochmal in die Box ran. Wobei ich befürchte, dass er es durchziehen wird. Aber vielleicht fällt er da noch raus. Kann ja auch passieren. Kommt, Leute, das müssen wir schaffen. Platz 6 zu verteidigen, das sollte drin sein. Hier, Vollgas. Für die Startzielgerade. Maximale Beschleunigung. Und wieder rausnehmen. Sprit sparen. Aggressiv lassen wir drin. Das sollte drin sein. Zwei Runden sind es noch. Wir haben 46%. Na, die Reifen werden dahin schmelzen, aber wir können es hoffentlich verteidigen. Platz 7 will ich nicht unbedingt, ja, mich damit begnügen. Platz 6 wäre optimal. Und wie gesagt, wenn Chapman vielleicht gerade noch irgendwie was zustoßen würde, das wäre natürlich... Boah, da würden wir uns, glaube ich, schon freuen, oder? Wäre schon cool. So, Zielvorgabe erreicht, 11. Platz, das ist ja klar. Aber schaffen wir den 6. Platz zu halten? Ich pack immer sowas dagegen, die Zeit so schnell zu machen. Aber guck mal, Schmidt will's wissen, der ist dran von hinten, der versucht's. Unser Spritvorrat ist nicht mehr der größte. Wir müssen Abstand versuchen zu erzeugen, ist aber die letzte Runde jetzt auch, glaube ich. Das müsste es dann gewesen sein. Genau, wenn wir das jetzt verteidigen können, das würde uns genügen. Theoretisch, wir können auf Angriffsmodus gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir gehen auf Angriffsmodus. Wir versuchen ein bisschen Abstand zu gewinnen zum 7-Platzierten, zum Schmidt. Die Getriebeeinstellung, die Motoreinstellung, die lasse ich so auf hoch. Wir haben noch 0,12. Das sollte passen. Das müssten wir durchhalten können bis zum Ende der Runde auf jeden Fall. Und es müsste sogar noch ein bisschen was da sein, dass wir nochmal massiv beschleunigen können für die Startzielgerade. Wenn es auch nicht sehr viel sein wird, was wir dann noch übrig haben werden. 27% Reifen. Jetzt wird es kritisch. Gleich wären es nur noch 26. Und ab 25% geht der Abtrieb drastisch nach unten. Ist er jetzt schon. Genau, jetzt nur noch 25%. Jetzt können wir nur noch hoffen und bangen, dass wir das verteidigt bekommen. Das... jetzt uns Schmidt nicht nochmal einholt. Komm, ja, und wir haben noch 0,07. Wir geben alles für die Startzielgerade und wir haben Platz 6 erreicht. Jawohl, sehr nett. Einfach nur genial, sehr gut. Ja, Leute, da war unsere 3-Stopp-Strategie doch gar nicht mal so verkehrt. Hat sich bewährt. Moreno natürlich auf Platz 19, Letztplatzierter. Aber passt schon. Hat zumindest einen Platz gut machen können durch den Unfall. Aber mit dem letzten Platz, damit muss er sich anfreuen. Das ist leider so. So, hier haben wir die Reifenstrategie nochmal im Überblick. Die meisten Teams haben nur eine Einstopp-Strategie verfolgt. Manche hatten echt Glück mit dem Safety Car, dass es genau den Moment erwischt hat. Ja, aber gut. So, Fahrzeugüberprüfung. Da sollte nichts passieren, weil wir haben keine risikobehafteten Teile bei uns mit dran. Und Samuel Blank holt uns 8 Punkte und ist damit auf dem 6. Platz der Fahrermeisterschaft. Und in der Teammeisterschaft sind wir sogar auf Platz 4, aber punktgleich mit Van Dort Racing. Naja, okay. Mal sehen, wie es im Laufe der nächsten Rennen sein wird, ob wir es verteidigen können, ob da irgendwas ist. Naja, ich glaube, wir hatten jetzt am Anfang gerade sehr viel Glück gehabt. Ich bin echt gespannt auf die nächsten Rennen. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play Motorsport Manager. Bis dahin. Ciao, ciao.